verschlafen. Komm, Beeilung. Los geht's. Frühstück. Felix' erster Tag in der neuen Schule. Und halt dich bitte an die Regeln. Ich weiß, sonst müssen wir umziehen. Und gleichzeitig seine letzte Chance. Denk daran, du bist hier nur Schüler auf Probe. Kein Toben, Laufen, Schreien, Klettern, Pfeifen, Hüpfen. Also nur atmen und lernen. Leises Atmen und Lernen. Es gibt da nur ein kleines Problem. Du hast am ersten Schultag so viele Regeln gebrochen wie kein anderer Schüler in seiner Probezeit. Oh. Wolltest du irgendwie Ärger mit dir haben, ja? Dann stell sie dir doch einfach nackt vor. Mm-mm. Oder klein, winzig klein, das funktioniert auch. Das war's dann wohl für dich. Hä? Was ist denn jetzt los? Weihnachten 2015. Herr Pop, was ist das? Ein Albtraum? Ja, das kann man wohl sagen. Boah, ist das krass. Frau mit Gassenbein ist geschrumpft. Toilette. Wo hab ich denn jetzt meinen Bonsai? Kate, was ist das denn? Eine Puppe? Du musst mich jetzt groß wünschen. Ich verliere ja jeden Funken Autorität, wenn mich jemand so sieht. Was machst du denn da? Sie sind jetzt mein Spickzettel. Ganz sicher nicht. Ich helfe Ihnen erst, wenn Sie mir auch helfen. Ihre Schule hat schlicht und ergreifend zu wenig Schüler. Deswegen ist die Schließung der Schule alternativlos. Denkst du, ich lasse mir von diesem Waschlappen meine Schule wegnehmen? Um die Schule zu retten. Na, wenn Sie mich aufnehmen, können wir sie groß machen. Dann haben Sie genug Schüler und ich eine Schule. Auf. Vorsicht, das ist alles sehr staubig. Müssen groß und klein zusammenhalten. Soll das ein Haar sein? Ja, was denn sonst? Sie müssen den Bogen höher machen. Ich weiß selbst, wie ein Haar geht. Ich brauche dringend ein Frühstück. Hast du was gesagt? Nö. Vielleicht in Gedanken. Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft. Quarkbrot. Mhm. Soll ich es durchschneiden? Nee, danke, das geht schon. Am 17. Dezember im Kino.